Also dieser Green White Walk ist ganz toll und erstmals auch für mich jetzt, das war gefühlt eine Ewigkeit, wieder mit Menschen hier auf der Allianz-Tribüne zu sein und dieser Green White Walk, wo wir unseren großen Spielern der Vergangenheit ein ehrendes Angedenken machen, das ist eine tolle Sache und das zeigt, wie groß die Rapid-Gemeinschaft ist. Ich bin mit zwölf Jahren zu Rapid gekommen, mit Nachwuchs. Ich war beschwächert, habe gespielt beschwächert und Rapid hat mich geholt zu Rapid. Also ich habe gespielt in der Jugend, Junioren und bin dann mit 17,5 Jahren in die Erste gekommen und war mit Rapid dann. Habe ich 6 Jahre gespielt in der Ersten, 6 Jahre habe ich gespielt, bin ich 3-mal Meister geworden. Das letzte einmal, weil wir noch Meister geworden, haben wir das ausgeschüttet in Graz und dann bin ich dann 1968 zu Schalke 04 gekommen. Und damals hat Schalke 04 500.000 Mark an Rapid bezahlt. Das war ein Rekordablöse. Es war unglaublich. Und Rapid hat wieder können 2-3 Jahre wieder weiterleben mit dem Geld. Ja, ich war bei Rapid, als Schülerspieler gekommen, habe 5 Jahre in der Jugend gespielt und dann 14 Jahre in der ersten Mannschaft. Also ich habe gute Vorbilder gehabt, die waren wie Väter zu uns und heute bin ich froh und bin wirklich stolz, dass ich bei Rapid spielen habe können. Eins haben Sie vorher noch gesagt bei der Ehrung, das müssen wir jetzt auch fast noch mal hören, da hat es ein Duell gegeben gegen eine internationale Weltklasse-Mannschaft, da habt ihr gesagt, da fürchten wir uns nicht groß, das war gegen Real Madrid, wie ist das damals ausgegangen? Ja, damals haben wir die Real Madrid eliminiert, ja, und das war eine Sensation eigentlich, ja. Also das war wirklich ein Erlebnis, das vergisst man nicht. Also ich war zu jung, ich habe die beiden noch nicht selbst spielen gesehen, aber ich habe meinen Vater gefragt, der ja ebenfalls ein glühender Rapid-Fan ist und der war heute besonders stolz auf mich, dass ich die beiden persönlich heute sprechen kann, weil sie sind große Idole seiner Zeit gewesen. Heute das natürlich zwei Legenden, also ja, eine Auszeichnung, ich finde das toll, dass das Rapid macht, so eine Auszeichnung und ich fühle mich da sehr geehrt. Wunderbar, na, also freue mich, dass ich dabei sein kann.